Der Moskauer Kreml ist die Machtzentrale Russlands. Hier bewacht die Garde die Symbole einer glorreichen Vergangenheit. Doch das Erbe der Sowjetunion lastet schwer auf dem Land. Ende des 20. Jahrhunderts spielt es wirtschaftlich und politisch keine zentrale Rolle mehr in der Welt. Bis Wladimir Putin an die Macht gelangt. Ein Ex-KGB-Offizier, der international ein unbeschriebenes Blatt ist. Eine strategische Entscheidung der Mächtigen im Kreml. Putins Ziel? Russland wieder ins Zentrum des globalen Schachbretts zu rücken. Seine Waffen? Wort und Schwert. Er schlägt schnell und hart zu. Syrien, Osteuropa, Afrika. Immer wieder überrascht Putin den uneinigen Westen durch taktische, brutale und opportunistische Schläge. Der Kriegsherr kann sich heute wieder stolz vor seine Truppe stellen, denn Russland wird international respektiert und gefürchtet. Putin ist Realist. Putin ist Pragmatiker. Ich würde noch nicht einmal sagen, dass er ein Ideologe ist. Doch er ist auch ein Spieler, ein strategischer Spieler. Und er liebt die Konfrontation. Wladimir Putin hat in diversen Machtpositionen mit 5 amerikanischen Präsidenten zusammengearbeitet. Er hat all diese Politiker überlebt. Heute ist er vielleicht der erfahrenste Politiker auf dem europäischen Kontinent. Einer, der alles weiß. Den Worten über die Werte der Demokratie schenkt er keinen Glauben. Sein größter Trumpf ist die Zeit. Schließlich ist er angetreten, um noch länger als Stalin an der Macht zu bleiben. Die Außenpolitik ist seine Stütze, sein Lebensinhalt, der er sich mit Leib und Seele verschrieben hat. Wladimir Putin, der ewige Autokrat, hat die Außenpolitik zu seiner tödlichen Waffe gemacht. Zu einem Werkzeug für den nationalen Zusammenhalt und den wiedererwachten Nationalstolz. Seit 20 Jahren arbeitet der ehemalige Oberstleutnant an einem neuen Großrussland. Ein ambitioniertes Ziel, entstanden aus den Trümmern des zerbrochenen Imperiums. Denkt man über Putin und seine innersten Beweggründe nach, sollte man eine seiner wichtigsten Aussagen nie außer Acht lassen. Wer die Sowjetunion nicht vermisst, hat kein Herz. Wer sie sich zurückwünscht, hat keinen Verstand. Ich glaube, das stimmt. Lenin hatte dem Homo Sovieticus eine strahlende Zukunft versprochen. Doch im Mausoleum auf dem Roten Platz wachen Stalin und die gestürzten Idole nun über einen Friedhof verlorener Illusionen. Eine bittere Niederlage. Das Land wurde von den Amerikanern und deren Freunden komplett kolonisiert. Sie waren in den 90er Jahren omnipräsent. In den Ministerien, in den Banken. Sogar im Außenministerium erhielt ich Mitteilungen der amerikanischen Botschaft, in denen stand, was ich zu diesem oder jenem Thema zu sagen oder zu tun hatte. Unglaublich. Einige Jahre waren von Hybris, Arroganz und übertriebener Siegessicherheit des Westens gekennzeichnet. Man glaubte, Russland sei nach dem Ende der UdSSR eine zweitrangige Macht geworden, die keine Rolle mehr spielt und um die man sich keine Sorgen machen muss. Dass es zu einem irgendwie x-beliebigen Land werde, das von der großen politischen Weltbühne verschwindet. Die UdSSR hat kapituliert und die Waffen gestreckt. Nun diktiert der Westen die Bedingungen. Im Kreml und im Außenministerium mischt sich die Scham über die Niederlage mit dem Gefühl, erniedrigt zu werden. Als über die deutsche Wiedervereinigung entschieden wurde, war Russland auf höchster Ebene versprochen worden, dass die NATO keinesfalls an die Grenzen Russlands heranrücken und sich nicht in östliche Richtung ausdehnen werde. Trotz dieser Zusagen an Gorbatschow rückt die NATO immer weiter nach Osten vor. Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Bulgarien und auch die baltischen Staaten schließen sich dem westlichen Bündnis an. Eine regelrechte Einkesselung, ein Verrat. Für Putin ist dies schlichtweg eine Verletzung sämtlicher Vereinbarungen, die er noch immer nicht verdaut hat. Im Februar 2007 kommt der erste Warnschuss.
Putin, der zu Beginn seiner Amtszeit eine Annäherung an das westliche Lager versucht hatte, fühlt sich hintergangen. Bei seinem Gastauftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz zeigt sich der russische Präsident wütend und prangert das Streben der USA nach alleiniger Weltherrschaft an. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. Meines Erachtens markiert die Münchner Rede einen Neubeginn. Hier überschreitet Putin eine Schwelle und bringt zum ersten Mal auf ganz eindeutige, unverhohlene und offene Weise seine Unzufriedenheit mit dem Verhalten des Westens zum Ausdruck. Wir sehen все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? 2007 kehrt Russland auf die Weltbühne zurück, als blockfreie, unabhängige und autonome Macht auf Augenhöhe. Die Reaktion auf seine Rede fällt im Westen äußerst negativ aus, vor allem in den USA. Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 klang wie die unerwartete Ankündigung eines neuen Kalten Krieges durch Moskau. Für diesen neuen Kalten Krieg wählt der Taktiker Wladimir Putin einen neuen Chefstrategen, Sergei Lavrov. Ein Präsident und sein Außenminister. Der eine führt Krieg und steht vor den Kameras, der andere sitzt am Verhandlungstisch. Dieser Adler mit zwei Köpfen folgt nur einem einzigen Ziel: Russland wieder zu einer Weltmacht zu machen. Ab 2008 findet Wladimir Putin die Gelegenheit, seine Entschlossenheit unter Beweis zu stellen. Die NATO, die die Warnung von München nicht ernst nimmt, setzt ihre Osterweiterung bis an die Grenzen Russlands fort. Bald wird die rote Linie überschritten sein. Dabei ist die Doktrin des Kremls unmissverständlich. Hände weg von unseren direkten Nachbarn. Das Paradoxe an der Sichtweise oder Einschätzung der russischen Außenpolitik ist, dass sie von einer starken Paranoia gekennzeichnet ist. Denn in dieser Zeit begann die NATO, über eine mögliche Einladung und Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die NATO zu sprechen. Für Putin wirkt die Offensive der NATO um Georgien und die Ukraine wie eine amerikanische Provokation direkt vor seiner Haustür. Die Antwort folgt umgehend. Zeitgleich flammen in Georgien, in den russischsprachigen Regionen Abchasien und Südossetien, die dort schwelenden Konflikte wieder auf. Moskau stellt Georgien und dessen amerikanischen Verbündeten eine Falle. Die Georgien-Krise von 2008 und die Ukraine-Krise von 2014 tragen die gleiche Handschrift. In beiden Fällen waren es dieselben Drahtzieher, unsere langjährigen Freunde, die USA. Mithilfe der Rosenrevolution ist der junge, pro-westliche Michail Saakaschwili in Georgien an die Macht gekommen. Im Präsidentenpalast beschließt der Präsident unter den wohlwollenden Blicken von George Bush, in seinen von Moskau aufgewiegelten Provinzen wieder für Ordnung zu sorgen. Saakaschwili ist davon überzeugt, dass ihn die Amerikaner in Georgien voll und ganz unterstützen werden. Denn man hat ihm gesagt, keine Sorge, wir stehen ganz und gar hinter dir. Präsident Bush unterstützt dich. Die georgische Armee glaubt an einen einfachen Sieg. Doch am 7. August 2008 rollen russische Panzer über die georgische Grenze. Die Falle schnappt zu. Nach einem Blitzkrieg erkennt Moskau die Unabhängigkeit von Südossetien und Abchasien an. Georgien verliert 20% seines Staatsgebiets. Zum ersten Mal seit dem Ende der Sowjetunion hat der russische Bär wieder seine Höhle verlassen. Он считается у нас хозяином тайги.
2008 richtet Putin eine doppelte Botschaft an seine Nachbarn, insbesondere an jene, die ein Bündnis mit der NATO oder einen NATO-Beitritt anstreben. Die erste Botschaft lautet, wenn unsere vitalen Interessen vor Ort betroffen sind, können wir militärische Operationen durchführen, um sie zu verteidigen. Die zweite und noch wichtigere Botschaft lautet, eure potenziellen Verbündeten, also die, denen ihr eure Sicherheit anvertrauen wollt, dürfen nicht eingreifen. Putins Schachzug, der Krieg in Georgien, war sowohl auf militärischer als auch politischer Ebene ein Erfolg. Die nächste Schlacht findet in der Ukraine statt, wo sich Moskau und der Westen gegenüberstehen. Nach der Farbenrevolution steht das Land Ende 2013 kurz vor einem Assoziierungsabkommen mit der EU und der NATO. Doch Putin will diesen Bruderstaat keinesfalls verlieren. Die Geschichte beider Länder ist zu eng miteinander verknüpft. Also droht er: Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Wladimirovich Putin. Наши западные партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту, вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Immer wieder geht es um dieselbe Sorge, die heute noch weitaus größer ist. Das russische Regime fürchtet sich berechtigter oder unberechtigterweise vor einem möglichen Staatsstreich. Hier kommt meines Erachtens die KGB-Vergangenheit von Wladimir Putin voll zum Tragen. Die Bedrohung von außen, die Bedrohung durch Umsturzversuche, die Bedrohung durch einen Regimewechsel. Alles Dinge, die den derzeitigen russischen Präsidenten also stark umtreiben. Unter dem Druck Moskaus lehnt der ukrainische Präsident Janukowitsch im Februar 2014 die Unterzeichnung des Abkommens mit der Europäischen Union ab. Damit zieht er den Zorn jener Bevölkerungsteile auf sich, die nicht länger vom russischen Einfluss abhängig sein wollen. Die Maidan-Revolution setzt Kiew in Brand und fordert etwa 100 Todesopfer. Die von Moskau bezahlten Söldner werden verjagt. Das war die rote Linie, die nach Putins Ansicht nicht überschritten werden darf. Diese Linie hatte er bereits 2008 mit dem russisch-georgischen Krieg markiert. Ein Signal, das allerdings nicht gehört wurde. Seit der Zarenzeit ist der Hafen von Sewastopol, der im Süden der Ukraine auf der Krim liegt, Russlands einziger Zugang zu südlichen Gewässern. Und für Moskau daher von vitalem Interesse. Über die türkischen Meerengen können russische Schiffe zum Stützpunkt Tartus im östlichen Mittelmeer gelangen. Für die Russen ist diese Vorstellung ein Albtraum, dass Sewastopol eines Tages ein NATO-Stützpunkt werden könnte, wenn die Ukraine den geplanten NATO-Beitritt in die Tat umsetzt. Sewastopol in den Händen der US-Flotte? Für den Kreml undenkbar. Es muss gehandelt werden, und zwar schnell, um diese geostrategische Katastrophe zu verhindern. Wladimir Putin sagt selbst, dass sie zu dritt oder viert am Tisch saßen, als die Entscheidung über die Annexion der Krim getroffen wurde. Hier geht es darum, eine Gelegenheit auszunutzen. Da ist etwas unzureichend geschützt, also muss man es sich so schnell wie möglich aneignen. Auch in Russland heißt es, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Was als Putins geschickter Schachzug dargestellt wird, ist eher die Fähigkeit, die vom Westen gestellten Fallen geopolitisch zu nutzen. Der Kreml agiert geschickt. Bei einem Referendum wird der Anschluss der Krim zur Russischen Föderation mit einer Zustimmung von 95% besiegelt. Sewastopol ist gerettet. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание
Kiew ist bereits ins westliche Lager übergelaufen, als Moskau seine Doppeloffensive startet. Im Osten der Ukraine beginnen Konflikte in der russischsprachigen Donbass-Region, die von Moskau angeheizt werden. Im Süden übernehmen auf der Halbinsel Krim hunderte Soldaten ohne Rang und Hoheitszeichen, die aus dem Nichts gekommen zu sein scheinen, die Kontrolle über Sewastopol. Die Strategie der Wirren, das taktische Markenzeichen von Putin. Er bestraft die Ukraine und bekräftigt damit, dass er weiterhin der Herrscher über seine Nachbarn ist. Im Triumphzug kehrt der Sieger auf die Krim zurück. Es gibt keinen Plan. Irgendwo muss es einen Fehler geben. Eine Führungspersönlichkeit, die sich irrt, die zu weit geht. Es muss Gruppen oder Minderheiten geben, die bereit sind, sich zu widersetzen. Er beobachtet, schaut, wartet. Georgien und die Ukraine weisen durchaus einige Parallelen auf. Putin nutzt jede Gelegenheit. Это праздник крымчан и севастопольцев. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире. Im Grunde ist das Teil seines großen Plans. Putin sieht sich als jemand, der die russischen Länder zusammenhält und wird bei seinem Handeln sicher von einem starken Geschichtsbewusstsein getrieben. Er will für die Nachwelt unsterblich werden, ein Nachfolger Peters des Großen. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы. Der Anschluss der Krim war ein echter Sieg und wurde in Moskau auch als solcher gefeiert. Mit großen Paraden, einer Show auf dem Roten Platz, Liedern und so weiter. Außerdem war sie der Auftakt zum sogenannten russischen Frühling, einer Art patriotischen Welle des Triumphs. Internationale Sanktionen und eine Politik der Ausgrenzung. Für sein Vorgehen auf der Krim erntet Russland massive Kritik. Niemand kommt zu dieser Zeit auf die Idee, dass der Kreml-Herrscher bereits eine neue Offensive plant. Doch unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung beginnt in Syrien ein blutiges Schachspiel der Wüste. Соседних стран с ней бесчинствуют именно банды международных террористов, это действовать на упреждение. Бороться и уничтожать боевиков и террористов на уже захваченных ими территориях. Не ждать, когда они придут в наш дом. Исламистические милиции, die Freie Syrische Armee, die Kurdenmiliz und die Truppen von Bashar al-Assad. Der Krieg in Syrien ist unübersichtlich geworden. Die westliche Diplomatie verzettelt sich bei ihren Maßnahmen und hält Moralpredigten. US-Präsident Barack Obama zögert. Für Putin ist der Weg frei. Für Wladimir Putin ist ein autoritäres Regime, das sein Land abschottet, weitaus besser als Chaos, Unvorhersehbarkeit oder die Machtübernahme durch Islamisten. 2011 breitet sich der arabische Frühling wie ein Lauffeuer von Tunesien über Libyen und Ägypten bis nach Syrien aus. Moskau ist beunruhigt. Putin glaubt, hinter dem Sturz der Autokraten Ben Ali, Gaddafi und Mubarak stecke Washington.
und dass das daraus resultierende Vakuum die Ausbreitung des radikalen Islam begünstige. Diese Bewegung muss gestoppt werden. Als das Ganze Fahrt aufnimmt, wird Russland auf den Plan gerufen. Irgendwann sagt Putin: Hör zu, wir müssen diese Umsturzbewegung stoppen, denn sonst gehen unsere amerikanischen Freunde ein bisschen zu weit. Deshalb hat er eingegriffen, um diese Umsturzbewegungen zu beenden. Für alle Seiten völlig überraschend stellen sich die russischen Streitkräfte am 30. September 2015 bei den Konflikten auf die Seite von Bashar al-Assad. Die Militäroperation in Syrien kommt wirklich unvorhergesehen. Man hatte dort nicht mit Russland gerechnet. Nicht mit dieser Schlagkraft und Vehemenz. Es ist die erste Operation in der post-sowjetischen Ära, bei der Russland auf einem Schauplatz außerhalb seiner Nachbarländer interveniert. Putin schlägt aus der Luft zu. Sein Bombardement trifft Rebellen und Zivilisten. Für die Bodenkämpfe setzt Moskau ausländische Söldner ein. Nach dem Trauma von Afghanistan könnte der Tod russischer Soldaten für Aufruhr in der Bevölkerung sorgen. Eine hybride Kriegsführung, die teils verdeckt stattfindet, ist innenpolitisch unauffälliger. Der Staat profitiert von einer hybriden Kriegsführung, sowohl in der Ostukraine als auch in Syrien. Das bedeutet, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt, jedoch niemand persönlich dafür Verantwortung übernimmt. Auf dem syrischen Stützpunkt Chmeimim bekräftigt Putin, Russland kennt keine Grenzen. Um eine kostengünstige Finanzierung seiner Feldzüge zu gewährleisten, kann sich der Kreml-Herrscher auf einen Mann im Hintergrund verlassen. Jewgeni Prigoschin. Er trägt den Spitznamen Putins Koch, weil er die Küchen des Kremls und der russischen Armee beliefert hat. Diese Tätigkeit hat ihn zum Milliardär gemacht. In Moskau recherchiert die Novaya Gazeta, eine der wenigen investigativen Zeitungen, trotz Repressionen und der Ermordung von 6 ihrer Journalisten über Prigoschin. Der Oligarch und Geschäftsmann soll auch der geheime Chef der Wagner-Gruppe sein. Eine Firma, deren Mitarbeiter für die Interessen des Kremls kämpfen und sich bei Bashar al-Assad als Söldner verdingen. Söldner, deren Sold aus dem Verkauf von syrischem Öl stammt. Wir haben es mit einer dunklen Persönlichkeit zu tun, die das Zwielicht zu genießen scheint. Sie hat die Fähigkeit anzugreifen und stets zu behaupten, das war ich nicht. Wie kommen Sie bloß darauf, dass es meine Leute waren? Das ist die neue russische Aufrichtigkeit. Wir werden tun, was immer wir wollen. Wir werden drohen und dann weggehen und sagen, beweisen Sie mir erst einmal, dass ich es war. Wo sind die Beweise? Vor Gericht? Was für ein Unsinn. Und was für ein Koch. Ich bitte Sie. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. In der Duma, die ihre Zustimmung zur Militärintervention gegeben hat, verschließen die Parlamentarier lieber ihre Augen. In 2 Jahren Kampf hat es Putin geschafft, die Macht seines Verbündeten Bashar al-Assad zu festigen, den Amerikaner und Europäer bereits abgeschrieben hatten. Ganz nebenbei hat der Taktiker seine Stellungen verstärkt. Der Hafen von Tartus und der Luftwaffenstützpunkt Chmeimim sorgen endgültig für russische Präsenz im Mittelmeer. Eine Diplomatie der Eisernen Hand und ein machiavellistisches Bündnis mit den Regionalmächten Türkei, Iran, Saudi-Arabien und Israel. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Chmeimim feiert Kriegsherr Putin in Anwesenheit des ihm ergebenen Bashar al-Assad den Sieg
und dankt seinen Soldaten. Товарищи, самое главное для военного человека, и мы с вами это хорошо знаем, это защита своего отечества, своего народа. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусе и здесь, в Мимиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. Wie er diesen strategischen Überraschungscoup in Syrien landet, führt dazu, dass man wieder mit ihm spricht und mit ihm über das Schicksal dieser Region und anderer Gebiete verhandelt. Ich erinnere mich an die unmissverständliche Äußerung eines bekannten Experten. Seit wir Syrien bombardieren, spricht der Westen wieder mit uns. Bismarck sagte, Diplomatie ohne Waffen ist wie Musik ohne Instrumente. In den Ruinen des von den Terroristen des Islamischen Staats befreiten Palmyra inszeniert Putin seinen Triumph als Kriegsherr. Ein Meisterwerk der Kommunikation für den neuen Maestro der Diplomatie. Wirklich ein sehr großer Erfolg von Putin. Ich erinnere mich sehr gut. Nie zuvor hatte die Sowjetunion so viele Freunde im Nahen und Mittleren Osten. Russland ist inzwischen zu einem unumgänglichen Teilnehmer von Verhandlungen und Friedensvereinbarungen in dieser Region der Welt geworden. Schiiten wie Sunniten. Alle heißen sie den russischen Partner willkommen. Hassan Rouhani in Iran, Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien. Außerdem Benjamin Netanyahu in Israel. Putin hat sich im Nahen Osten, über den bislang die USA herrschten, Respekt verschafft. Ein Inbegriff der Provokation? Im Dezember 2020 reist er nach Damaskus, um den Sieg und Weihnachten zu feiern. Auf internationaler Ebene hat das Eingreifen Russlands in Syrien allen Seiten verdeutlicht, dass es in der Welt eine Führungspersönlichkeit gibt, die Verantwortung übernehmen kann, die ihre Überzeugungen und Freunde hat und diese auch zu verteidigen weiß. Gestärkt durch seinen Erfolg in Syrien richtet Putin seinen Blick Richtung Mittelmeer. Libyen ist zwar ein Wüstenstaat, besitzt aber viel Öl. Eine einmalige Gelegenheit für ihn, dem Westen und den Vereinten Nationen, die nach Moskaus Ansicht für das Chaos in Libyen verantwortlich sind, eine Lektion zu erteilen. Вместо этого западная коалиция начала принять авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию Совета Безопасности ООН. Все это привело к тому, что ранее практически процветавшая страна, уровень жизни в этой стране уже приближался к некоторым европейским стандартам. Теперь находится в хаосе, в полном развале, и гражданская война не прекращается. Am 19. März 2011 greifen französische, britische und amerikanische Flugzeuge Gaddafis Truppen an. Ihr erklärtes Ziel? Die Zivilbevölkerung zu schützen. Noch immer glaubt der Westen, Frieden stiften zu können. Die militärische Intervention in Libyen sollte Demokratie und Wohlstand bringen. Doch nach dem Sturz Gaddafis hat sie nur Chaos hinterlassen. Für Putin stehen die Schuldigen eindeutig fest.
Für die Russen trägt allein der Westen dafür die Verantwortung. Es war der Westen, der betrogen, verraten und geheuchelt hat. Diese Begriffe tauchen häufig auf, wenn Putin über den Westen spricht. Er stellt grundsätzlich die Schwächen und Widersprüche heraus und versteht es sehr gut, sich auf diese Weise aus der Affäre zu ziehen. Wie in Syrien stehen sich auch in Libyen Türken und Russen gegenüber. Das mit Ägypten verbündete Russland unterstützt das Lager von Marschall Haftar. Er kontrolliert den libyschen Ölhalbmond und die Region Kyrenaika. Die Türkei unterstützt das Lager von Fayez el-Sarraj, der die Großprovinz Tripolitanien kontrolliert. Libyen ist wie ein Kuchen, den man sich aufteilt. Es ist Eingangstor zu Afrika, hat Öl und verspricht die Kontrolle über das Mittelmeer. Es gibt diesen erweiterten Begriff, man könnte es das größere Mittelmeer nennen. Dabei geht es nicht nur um das Mittelmeer und dessen Anrainerstaaten, sondern auch um das Rote Meer, das Schwarze Meer und um den Weg über Gibraltar in den Atlantik. In diesem größeren Mittelmeer, und das ist die Herausforderung, entwickelt sich eine Bedrohung durch Russland. Vor der Küste bei Tobruk wird am 11. Januar 2017 an Bord eines russischen Flugzeugträgers Marschall Khalifa Haftar, der starke Libyer, von Putins Gnaden mit allen militärischen Ehren begrüßt. Man braucht einen starken Mann wie etwa Gaddafi, um den libyschen Staat zunächst einmal neu zu erschaffen und ihm dann Leben einzuhauchen. Also sucht man nach diesem starken Mann. Und Haftar kann genau diese Rolle übernehmen. Denn es muss eine Lösung gefunden werden. Am 7. November 2018 findet in Moskau ein Treffen zwischen dem libyschen Marschall Haftar und dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu statt. Haftar wird vom russischen Generalstab in Anwesenheit von Jewgeni Prigoschin, dem mutmaßlichen Chef der Söldnerfirma Wagner, empfangen. Ein irritierendes Foto, das seither aus den offiziellen Archiven verschwunden ist. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Wagner kein Unternehmen wie jedes andere ist, denn es hat keine Rechtsform. Vielmehr könnte man sagen, dass Wagner ein Franchise-Unternehmen mit sehr vielen Scheinfirmen ist. Es geht um eine Galaxie von Akteuren und Unternehmen, die alle mit Jewgeni Prigozhin in Verbindung stehen. Er steht im Zentrum dieser Galaxie. Als Gegenleistung für Waffen und verstärkte militärische Unterstützung kann Haftar Öl, Zugang zum Mittelmeer und künftige Verträge anbieten. Verlockende Vorschläge. Aufgabe von Prigozhin, der ebenfalls an dem Treffen teilnimmt, ist es, für die Logistik zu sorgen und Söldner bereitzustellen. Rund 2000 Geistersoldaten der Wagner-Truppe landen in Libyen, um Marschall Haftar zu Diensten zu sein. Der Kreml erklärt kategorisch, es befänden sich keine russischen Truppen auf libyschem Operationsgebiet. Putin braucht sich seine Hände nicht schmutzig zu machen. Auch wenn Präsident Putin genug von all dem hat, fordert er meines Erachtens nicht, dass jemand ihm, wie einem Mafia-Boss, den Ring küsst. Vermutlich ist er überhaupt kein derartiger Patriarch. Dennoch läuft ohne seinen Segen absolut nichts. Unter dem Wüstensand lagern die größten Ölreserven Afrikas. Trotz der veralteten und kriegsgeschädigten Infrastruktur steht die Aufteilung des libyschen Öls im Mittelpunkt der Begehrlichkeiten zwischen der Türkei und Russland. Auch in Libyen geht es darum, Gewinne zu erzielen. Wenn also auf der einen Seite Russland die Kontrolle über die Kyrenaika innehat und auf der anderen Seite die Türkei Tripolitanien kontrolliert, gibt es keinen Grund für Kämpfe. Man kann sich leicht einigen und das Bärenfell verteilen. Mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan gestaltet sich die Sache zwar komplizierter. Doch die beiden pragmatischen Partner, Sultan und Zar, weder Freund noch Feind, einigen sich auf dem Rücken des Westens und seiner Verbündeten. Putin versteht Erdogan. Erdogan ist kein zuverlässiger Partner, doch auch er weiß, dass Putin kein zuverlässiger Partner ist. Lasst uns miteinander spielen. Ist doch interessant. Ich weiß, wie man mit dir spielt. Auch du versteckst dich nicht hinter irgendwelchen Dokumenten über Demokratie oder Menschenrechte.
Du bist knallhart, ich bin knallhart. Die unmittelbaren Nachbarn und die Grenzen Russlands sind abgesichert. Die Machtdemonstration im Nahen Osten war erfolgreich. Nun richtet sich der Blick des Kreml nach Afrika. Im Oktober 2019 nimmt in Sotschi ein ganzer Kontinent die Einladung des Kreml-Herrschers an. Putin startet eine gigantische Safari in Richtung der afrikanischen Märkte. Es ist klar, dass der Russland-Afrika-Gipfel in Sotschi die Sicherungen in Paris durchbrennen ließ. Man sagte sich, das ist ja unglaublich. Es gibt in Afrika 54 Länder und 45 Staatsoberhäupter. Ziemlich gigantisch. Touadéra, der umstrittene Präsident der Zentralafrikanischen Republik, braucht von Russland Waffen, um sich an der Macht zu halten. Putin hingegen braucht afrikanische Stimmen, die ihn bei den Vereinten Nationen unterstützen. Russland verkauft Waffen, die sich bei den Kämpfen in Syrien bewährt haben. Der Vertrag ist schnell geschlossen. Militärische Unterstützung im Tausch für Schürfrechte für russische Unternehmen. Auf Russisch bedeutet dies: Leute, wir verkaufen euch 1000-mal mehr Waffen, als wir in Syrien, in der Wüste und im heißen Klima getestet haben. Wird Afrika dadurch etwa zu einem friedlicheren Kontinent? Unglaublich. Januar 2018. Die erste Ilyushin landet in der Zentralafrikanischen Republik. Eine Waffenlieferung, die bereits von Valeri Sacharow, dem neuen russischen Sicherheitsbeauftragten von Präsident Touadéra, erwartet wird. Ein Schutzengel aus Moskau. 30 afrikanische Länder haben schon mit dem Kreml ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit unterzeichnet. Die USA scheinen kein verlässlicher Verbündeter mehr zu sein. Der Interventionismus Frankreichs nervt und China löst Besorgnis aus. Also ist Russland der perfekte neue Partner. Sicherheit gegen Geschäfte, ganz gleich für welches Regime. Putins Wortwahl gefällt. Afrikas Reichtümer liegen ihm zu Füßen. Der Bär hat seinen Honigtopf gefunden. Russland sagt, ich werde dir keine Lektionen in Demokratie erteilen und für deine Sicherheit sorgen. Ja, wir werden dafür Kritik ernten, aber ich werde es so machen wie die Franzosen und einen Sicherheitsberater für deine Präsidentschaftswahl bereitstellen. So können wir nicht nur deine Sicherheit gewährleisten, sondern ich werde auch zu deiner Armee gehen und ganz offiziell die zentralafrikanischen Streitkräfte ausbilden. Im ehemaligen Palast von Bokassa und unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben der geheime Präsidentenberater Valeri Sacharow und seine Söldner zwei Aufgaben. Die Macht von Präsident Touadéra zu sichern und russische Interessen zu schützen. Es gab ein Abkommen zwischen dem zentralafrikanischen und dem russischen Verteidigungsministerium. Dabei handelte es sich um Reservisten, nicht um eine private Militärkompanie oder Wagner, wie behauptet wurde. Also eine ganz normale Praktik. Und der Präsident der Zentralafrikanischen Republik hat mich als Sicherheitsberater eingeladen. Der Präsident hat Russland eingeladen und Russland ist der Einladung gefolgt. Russland fordert von den Staatschefs niemals eine Art Rechenschaft, was beispielsweise die Einhaltung von Menschenrechten anbetrifft. Nie. Russland verlangt vielmehr Loyalität sowie den Zugang seiner Geschäftsleute zu ihren Minen. Es ist bekannt, dass die Wagner-Gruppe in Afrika nicht nur von den Regierungen verschiedener Länder als Söldner angeheuert wurde. Sie schützt auch Wirtschaftsgüter, wie diejenigen von Herrn Prigozhin. "2018 erhält Jewgeni Prigozhin für seine Firma gleich mehrere Förderlizenzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Gold- und Diamantvorkommen in von Rebellen besetzten Gebieten befinden. Aufgabe seiner Söldner ist es, den Zugang zu den Minen zu sichern.
Blutdiamanten, die einem Embargo unterliegen, werden auf diskretem Weg exportiert. Der Autokrat Tuadera wird beschützt, Prigozhin bereichert sich und Putin vergrößert seinen Einfluss in Afrika, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Ein cleverer Deal. Die Tatsache, dass man auf diese Weise in einem zentralafrikanischen Land Fuß fasst, das traditionell im geopolitischen Einflussbereich Frankreichs liegt, lässt sich nicht anders deuten als Verspottung der Präsenz Frankreichs in der Region oder als Bedrohung seiner strategischen Interessen. Das liegt auf der Hand. Ende 2016 läuft das Mandat der französischen Truppen aus. Einst waren sie gekommen, um den Bürgerkrieg zu beenden. Ein Glücksfall für Sacharow, Prigozhin und ihre Getreuen. In Paris ärgert man sich über Russlands Präsenz. Il y a une présence active de la Russie, récente, significative, anti-française. Wagner, c'est des supplétifs. C'est pas vraiment l'armée, c'est des supplétifs qui agissent sous l'autorité d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Prigozhin. Et si il m'entend là, au-delà de cette salle, qu'il sache qu'on le connaît bien. Sobald ein Partner Schwäche zeigt, muss diese ausgenutzt werden. Daraus resultiert die Versuchung, ja diese Verlockung, in Gebiete vorzudringen, in denen Russland seine Fahne hissen kann. Am Himmel und auf den Mauern der Hauptstadt Bangui wird die russisch-afrikanische Freundschaft gefeiert. Die Kalaschnikows haben Frieden gebracht. Moskau hat die Herzen der Menschen gewonnen. Eine effiziente Softpower-Operation. Buschkrankenhäuser, Radiosender und Kinos, die Gelder von Prigozhins Bergbaugesellschaft erhalten haben, loben den neuen Bruder, den russischen Bären. In einer Fabel wird von den Missgeschicken der Savannentiere erzählt, deren Ernten von gierigen Hyänen geplündert werden. L'ours, d'un pays lointain du Nord, qui s'appelle la Russie, et s'est rendu sur le lieu et de son ami. Il ne pouvait pas rester indifférent, parce qu'ils sont amis depuis très longtemps et doivent s'aider l'un l'autre. Das Interessante daran ist, dass da nicht nur Leute kommen und die Bodenschätze plündern, sondern dass dahinter eine Dramaturgie steht. Insbesondere wird die Geschichte von einem Bären erzählt, der das zentralafrikanische Volk von der neokolonialen französischen Unterdrückung befreit. Dieses Narrativ wird in Umlauf gebracht. Die Schönheiten aus Bangui werden von Sacharow und den russischen Beratern gefeiert. Sie haben den Frieden dorthin gebracht, wo die Franzosen versagt haben. Doch die Methoden und Regeln beider Seiten sind nicht die gleichen. Man könnte es so sagen, am Ende können wir alle in Frieden zusammenleben, aber unter dem wachsamen Auge des Bären. Am 29. Juli 2018 werden drei russische Journalisten ermordet. Kirill Radchenko, Alexander Rastorgujew und Orhan Cemal. Jene Journalisten, die vor Ort über die Aktivitäten der Wagner-Gruppe recherchieren wollten, wurden nach offizieller Lesart Opfer von Straßenräubern oder Rebellenbanden. Diese Version wird vom Kreml unterstützt. Diese Söldner, die von Herrn Sacharow angeführt werden und den Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik bewachen, befürchteten meines Erachtens, dass jemand ihnen auf die Schliche kommen könnte. Dass nämlich unter dem Deckmantel des Schutzes dieses Präsidenten, oder besser gesagt Diktators, geheime wirtschaftliche und politische Interessen verfolgt werden. Und eben das war der Grund dafür, dass unsere Kollegen getötet wurden. Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто не приехали даже не как журналисты, они приехали как туристы.
и по имеющимся данным на данный момент, на вот на сегодняшний день покушение совершили какие-то местные группировки. Für Moskau ist es einfach nur ein schändliches Verbrechen an drei Journalisten, die als unvorsichtig bezeichnet werden. Unabhängige Ermittlungen sprechen jedoch von einem professionell vorbereiteten Hinterhalt. Währenddessen werden beim Marschieren in Bongi russische Lieder gesungen. Weit weg von Afrika ist man in Moskau zwischenzeitlich besorgt, weil Erdogan vor den Toren des Russischen Reichs mit Aserbaidschan die Eroberung des armenischen Bergkarabach vorantreibt. Schachmeister Putin stoppt den türkischen Vormarsch und besiegelt damit Russlands Rückkehr in den Kaukasus. Auch wenn er dafür Armenien als Verbündeten opfern muss. Natürlich haben wir von allen erwartet, dass sie uns helfen würden. Denn wir sahen, dass es viele Länder gibt, die in dieser Region Interessen haben. Und vermutlich dachten wir auch an Russland, weil die Russen direkten Einfluss auf diese Region haben und sie ihnen geografisch auch am nächsten liegt. Wir haben die Russen immer als Freunde betrachtet. Sie kamen letzten Endes, aber ein wenig zu spät. Am 27. September 2020 startet Aserbaidschan die Operation Eiserne Faust. Das ölreiche Aserbaidschan wird von der Türkei unterstützt, das Kampfdrohnen liefert und Technologie, Militärberater sowie syrische Söldner zur Verfügung stellt. Nach 45-tägigen Kämpfen gegen die aserbaidschanische Armee muss Armenien kapitulieren. Tatsache ist, dass Putin es zuließ. Man kann sogar ein gewisses Entgegenkommen, ja sogar Anreize unterstellen. Und als die Zeit dann gekommen war und Russland der Ansicht war, diese Lektion sei nun gelernt und Aserbaidschans Armee habe genug Boden gut gemacht, hat Russland das Spiel einfach abgepfiffen. Ein dramatisches Spielende für die armenische Seite. In Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach, werden die Toten begraben. Fast 5000 Opfer fordert der Krieg, vor allem viele junge Menschen. Die von Armeniern bewohnte Republik Bergkarabach, die einst zu Aserbaidschan gehörte, erklärt 1991, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, ihre Unabhängigkeit. Baku träumt davon, sie zurückzuerobern. Türken und Aseris wollen die Armenier aus Bergkarabach vertreiben. Doch Putin agiert als Schlichter. Er zwingt einen Waffenstillstand und setzt seine Getreuen ein. Und so stellen wir am Ende dieses Krieges fest, dass Russland letztlich die direkte oder indirekte Kontrolle über den Südkaukasus zurückgewonnen hat. Am Einmarsch in Bergkarabach sind 2000 russische Soldaten, 90 Panzer und hunderte Fahrzeuge beteiligt. Sie sollen sich zwischen die verfeindeten Linien stellen. Es sind Friedenstruppen, die für Putin den Kaukasus zurückerobern sollen. Russland präsentiert sich erneut als Land, das Sicherheit und Ruhe bringt. In Bezug auf Bergkarabach ein bis heute ziemlich erfolgreicher Schachzug. In Stepanakert, der armenischen Hauptstadt Bergkarabachs, tragen die patrouillierenden Soldaten russische Uniformen und zeigen die russische Flagge. Besatzung, aber gleichzeitig auch Schutz. Aseris oder Türken, beide sind hier Erzfeinde. Die Botschaft aus Moskau liest sich beruhigend. Wo russische Soldaten sind, ist Frieden. Armenische und aserbaidschanische Stellungen stehen sich unter den wachsamen Augen Russlands gegenüber. Ein Friedensrichter, der seine eigenen Interessen vertritt. Es liegt überhaupt nicht im Interesse von Wladimir Putin, dass Erdogan im Kaukasus Fuß fasst. Die Aktivitäten der Türkei in Bezug auf türkischsprachige Volksgruppen in der Nähe unserer Grenzen und innerhalb unseres Landes bereiten uns große Sorgen. Es herrscht eisige Stimmung an diesem 11. Januar 2021, an dem der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinyan in den Kreml einbestellt werden. Auf der Tagesordnung steht die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens. Die Türkei ist nicht geladen. Eine klare Botschaft an Erdogan: Der Kaukasus bleibt russisch.
In Georgien, der Ukraine, Syrien, Libyen, Afrika und im Kaukasus stellt Putin die Rückkehr Russlands ins Weltgeschehen unter Beweis. Niemand kann die nächste Lücke vorhersagen, in die der Bär seine Tatze hineinstecken wird. Auf die Frage eines Journalisten antwortet Putin: Es wird kein Zurück mehr geben. Niemand wird Russland mehr übergehen können. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать и смотреть на них? Die Hybris, die Eitelkeit und die Verächtlichkeit des Westens haben Russland in seinem Narzissmus hart getroffen. Ein weiterer kalter Krieg kann dadurch entfacht werden. Im Februar 2007 sprach Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Warnung an den Westen aus, insbesondere an die Vereinigten Staaten von Amerika, die aber meiner Meinung nach damals nicht gehört wurde. Die Leute dachten vielleicht, er sei schlecht gelaunt und maßen diese Aussage, die auch 14 Jahre später noch von grundlegender Bedeutung ist, wenn man die Gedankengänge von Präsident Putin verstehen will, keinerlei Bedeutung bei. Das Gedenken an den großen Vaterländischen Krieg und den als heilig verehrten Sieg wird von einem vereinten Land begangen. An diesem 9. Mai 2021 feiert Putin auf dem Roten Platz nicht den Frieden, sondern den Sieg. Вольно! Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат Победы. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Er verhält sich wie ein Anführer. Offenbar war er als Kind schon so. Zumindest wird es so in zahlreichen Publikationen beschrieben. Auf dem Hof war er der Anführer. Und man musste sehr überzeugend auftreten, wenn man nicht verprügelt werden wollte. Diese Eigenschaft hat er in den politischen Olymp mitgenommen. Der Westen hat Angst vor Putin. Und das Paradoxe daran ist, dass niemand Angst vor der russischen Wirtschaft hat, denn die ist unbedeutend im Vergleich zur deutschen, amerikanischen oder EU-Wirtschaft. Dennoch fürchten sich alle vor Wladimir Putin. Euer Fehler. Super. Weder internationale Sanktionen noch eine schwache Wirtschaft, weder Geschäfte noch die russische Gesellschaft, die der Demokratie möglicherweise noch nicht abgeschworen hat, konnten Wladimir Putins Aufstieg bremsen. Den russischen Bären sollte man weder wecken noch unterschätzen. Nun tanzt er wieder im Herzen der Tiger. Heute schaut der Westen zunächst zu Wladimir Putin, bevor er etwas unternimmt, um zu sehen, was er gerade tut und wie er reagiert.